بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Brüder. Zu unserer Unterrichtsreihe die Zeichen der Stunde oder die Vorzeichen der Stunde. Was sind die Zeichen, die wir kennen müssen oder die wir kennen sollten oder die wir kennen dürfen, die uns verraten, wie nah die Stunde gekommen ist. Durch die wir erkennen, wie viel Zeit uns noch bleibt, welche Zeichen fehlen noch, die sind noch nicht eingetreten und welche Zeichen sind schon vorbei. Und die Gelehrten sind sich einig, dass sehr, sehr viele Zeichen schon vergangen sind und nur eine Handvoll Zeichen übrig geblieben sind, die von den kleinen Zeichen, bevor die großen Zeichen eintreten. Denn wenn die großen Zeichen der Stunde eintreten, wie der Dajjal oder der Rauch oder die Sonne geht vom Westen auf und so weiter, worauf wir noch kommen, dann ist der Untergang der Erde sozusagen oder der Untergang der Welt nicht mehr lange. Subhanallah. Und wir sind gerade bei den Zeichen, die schon vergangen sind. Und es ist sehr, sehr interessant, diese Zeichen natürlich zu kennen. Und wir haben, Alhamdulillah, schon einige Zeichen erwähnt. Und das letzte war der Tod von Umar, radiallahu anhu. Und wir haben gesagt, der Tod von Umar, was bringt er mit sich? Er öffnet die Tür zu den Fitnas, zu den Fittern, zu den Versuchungen. Er öffnet die Tür zu den Problemen, zu den Schwierigkeiten, die die Muslime nach ihm haben werden. Wie Hudhaifa radiallahu anhu berichtet, dass er derjenige ist, der am meisten Wissen hat über die Zeichen der Stunde. Und dass Umar eines Tages gefragt hat, wer weiß über die Zeichen Bescheid, die so viel sein würden, wie die Wellen auf dem Wasser. Dann sagte Hudhaifa, ich. Und er erwähnte einige Zeichen, was den Mann und die Frau erwähnt, wie sie Fitna haben und so weiter. Und er sagte, nein, nicht diese. Er sagte, ich meinte gewaltigere, größere. Und was gibt es eigentlich größere Fitna, als den Mann von der Frau zu trennen? Subhanallah. Er sagte, ich meinte größere. Und das blieb so stehen. Und er sagte, es wird eine Fitna kommen. Beziehungsweise es gibt eine Tür. Er sagte zu ihm, ja Amir al-Mu'minin, du brauchst dir keine Gedanken machen. Ja? Du hast damit mit diesen Problemen keine Auseinandersetzung. Zu dir werden sie nicht kommen. Ja? Weil es gibt eine Tür, die verschlossen ist. Und diese Tür, wird diese Tür aufgeschlossen oder wird sie aufgebrochen? Denn eine Tür, die man aufschließt, kann man wieder zumachen. Aber eine Tür, die man aufbricht, kannst du nicht wieder zumachen. Ja, rhetorisch geredet natürlich. Man kann ja sagen, natürlich, man kann sie reparieren, austauschen. Es funktioniert nicht. In dieser Sache funktioniert es nicht. Und die Leute, als Umar gegangen ist, haben gefragt, wer ist die Tür? Und Hudhaifa sagte Umar. Und sie haben gefragt, wusste er das, dass er das ist? Und er sagte, er wusste es, so wie man weiß, dass nach der Nacht der Tag folgt. Subhanallah. Also die Fitnen, die Versuchungen, die Probleme, die auftreten, nachdem Umar radiallahu an gestorben ist. Und wir haben Hadithe gehabt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ihr sollt mit den guten Taten anfangen, bevor die Versuchungen kommen, die wie die Dunkelheit der Nacht sind. Man steht als Gläubiger auf und legt sich als Käfer hin. Ja? Man legt sich als Gläubiger schlafen und man steht morgens als Käfer auf. Man verkauft seine Religion für etwas Vergängliches. Subhanallah, der Hadith ist Muslim. Das heißt, die Prüfungen, die Fittern, die Versuchungen, die werden so gewaltig sein. Die werden so schlimm sein, dass vielleicht du hörst eine Shubha, eine angebliche Widerspruch im Koran oder eine angebliche Sache im Koran, die nicht stimmt. Und du hörst sie am Nacht, bevor du schlafen gehst. Und du denkst darüber nach, du bist Mu'min. Du bist Gläubiger. Du denkst über diese nach. Ja? Und dann denkst du nach und sagst, Subhanallah, vielleicht stimmt das doch. Ja? Und der Koran ist nicht die Wahrheit. Und du schläfst so ein. Ja? Und dann bist du als Käfer. Und du stehst dann auf und sagst, Subhanallah, ja, das stimmt. Der, wo recht hat, der hat diesen Widerspruch im Koran ist richtig. Und du bist als Käfer aufgewacht, wegen so ein paar Sachen. Subhanallah, wir sehen das heute in unserer Zeit. Überall. Egal wo du hingehst, wir sind zwar in Deutschland, aber Deutschland ist kein christliches Land, es ist ein atheistisches Land, definitiv. Oder verschiedene Religionen, die es beinhalten, aber die meisten Leute, die sind Atheisten, sie glauben nicht an Gott.
Es gibt ein paar Leute auch, die nennen sich Agnostiker, die sagen, ich glaube an Gott, aber so wie ich will. Ist auch schön. Wenn du in eine Firma gehst, arbeiten, bewerben, sagst du, aber ich will arbeiten, so wie ich will, und du bezahlst mich. Ja, wird auch nicht funktionieren, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall werden Fittern ist Mehrzahl von Fitna. Nur Fittern ist Mehrzahl von Fitna, also Probleme, Versuchung. Ich benutze extra dieses Wort, weil Fitna beinhaltet sehr viel. Probleme, Versuchungen, Erschwernisse, Not und so weiter. Ja, bis zu 16, sogar manche sagen bis zu 100 Meinungen bedeutet Fitna. Je nach Ort und Stelle, subhanallah. Auf jeden Fall sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was die Fitna angeht, er sagt, die Versuchungen kommen von hier, die Versuchungen kommen von hier, von da, von wo oder von da aus, wo das Horn des Teufels erscheint. Und er meint, er zeigt nach Osten. Im Osten geht die Sonne auf, oder? Ja? Geht die Osten in die Sonne auf? Ja. Macht ihr mit, ja? Er sagt von hier, er zeigt in den Osten. Er ist gerade wo? Im heutigen Saudi-Arabien, ja, in Mekka, in Medina. Man sagt, er zeigt nach Osten, also Irak, Iran und was da hinten, Afghanistan, Khorasan und so weiter. Er zeigt in diese Richtung. Er sagt, von dieser Stelle kommen die Fittern, kommen die Versuchungen. Von dieser Stelle kommen die Versuchungen. Von da, wo das Horn des Teufels erscheint. Und das ist so eine Sache, was die Gelehrten sagen. Sagen, wenn die Sonne aufgeht, ja, dann kann man ein Horn erkennen am Himmel. Ja, ein Horn. Es sieht aus wie ein Horn, als ob die Sonne zwischen zwei Hörnern wäre. Und es ist so die Zeit, wo man nicht beten darf. Ja, die Zeit des Verbots, wo es verboten ist, zu beten. Ja, gerade wo die Sonne am Aufgehen ist, wo es rötlich ist noch ein bisschen, ja, da kann man, ich weiß nicht, ob man das überall erkennen kann, aber auf jeden Fall in Mekka, Medina oder in Ägypten kann man das auch sehen. Ja, da kommt so ein, wenn du genau hinguckst, so ein Horn entsteht. Und die sagen, das ist das Horn des Teufels. Und in dieser Zeit werfen sich die Schayatine dem Iblis nieder. Und deswegen darf man da nicht beten. Auf jeden Fall sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, der Kopf des Ungläubigen kommt von hier, von wo aus auch das Horn des Teufels kommt. Und gemeint ist der Osten. Er sagt, so schlimm ist der Osten, guck mal. Ja, wir sprechen immer vom Westen, ja, der Westen, wie schlimm das ist. Aber der Osten, ja, Richtung China und so, ja, ist viel schlimmer. Subhanallah. Und wenn du guckst, natürlich das, was uns den Muslimen heutzutage im Westen passiert, ist schon schlimm. Ja, aber im Endeffekt, oder größtenteils sind es Medien, die schlecht über uns reden, ja, die uns schlecht machen. Vielleicht haben wir auch ein paar Angriffe. Aber guck mal in anderen, in den Osten, was da mit den Muslimen passiert. In China, in Myanmar, in Burma, in... Ja, in diesen Ländern, was sie mit Muslimen machen, subhanallah, ist viel schlimmer. Auf jeden Fall von Osten kommt diese Fittern. Und von Ibn Abbas sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oh Allah segne, guck mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht eine Dua. Und der Hadith ist in Tabarani überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, oh Allah segne unsere Sa' und unsere Mud. Also sozusagen, segne unsere Kilo und unsere Gramm. So ähnlich kann man das übersetzen. Und segne Scham und Jemen. Ja? Der Professor sagt, segne auch Scham und Jemen. Da stand ein Mann auf und sagte, und Irak, ja Rasulullah, Osten, er sagt, und Irak, er sagte, dort ist das Horn des Teufels und dort stürmen die Versuchungen und von Osten kommt die Härte. Subhanallah. Schaut mal, der Professor hat Dua gemacht für Scham und für Jemen und für Mekka und Medina, also von da, wo sie sind. Und einmal sagt, und Irak, das sind doch auch Muslime, oder da kommen doch auch vielleicht, er kommt von dort. Er sagt, und Irak, er sagt, von dort kommt das Horn des Teufels. Ja? Und von dort kommen die Fittern, die Versuchungen. Und von dort kommt die Härte. Subhanallah. Und Ibn Hajar sagt dazu, und die erste Versuchung hatte ihren Ursprung im Osten. Dies war der Grund für die Spaltung der Muslime, was zu den Dingen gehörte, die den Teufel liebt und worüber er sich freut. Auch kamen die ersten Erneuerungen Bid'ah aus dieser Richtung. Subhanallah. Was ist dort entschieden? Was kam von dort? Die Khawarij kam von dort, die Shia, die Rafidah, die Sekten, viele Sekten kamen von Osten, haben sich von dort abgespaltet und von dort gebildet. Und auch von Osten werden Yajuj und Majuj kommen. Die große Versuchung, die wo keiner aufhalten kann. Ein Volk, darauf kommen wir, so gewaltig ist, dass keiner kann es bekämpfen. Sie kommen raus, sie kämpfen nicht mit Maschinenpistolen, mit Waffen und mit Panzer, die sind selber Panzer. Wenn sie irgendwo laufen, die machen kaputt. Die machen Häuser kaputt, Bäume kaputt, sie töten alles, Tiere, Menschen, Vögel, trinken alle Wasser, Gewässer leer, subhanallah. Die sind so viele, die sind so gewaltig. Und schaut mal, die sind so viele,
Ihr müsst mal vorstellen, die sind so viele, Ya'juj und Ma'juj. Die erste Gruppe, die sind zwei Gruppen, Ya'juj und Ma'juj. Ja? Die erste Gruppe kommt raus, sie kommen an einen See. Und sie trinken von diesem See. Und wenn die zweite Gruppe kommt und sagt, war hier Wasser? Ihr müsst mal vorstellen, wie viele sind. Und unsere heutige Technologie, wo wir denken, wir sind so weit und so, die können die nicht erfassen. Die wissen nicht, wo die sind. Subhanallah. Aber zu Ya'juj und Ma'juj kommen wir, inshallah, später. Wichtig ist, dass wir sehen, dass die Versuchungen viele sein werden und dass sie ihren Ursprung hauptsächlich im Osten haben werden. Wir fangen mal an, nachdem Umar ibn Khattab gestorben ist, oder kurz bevor er am Sterben war, wir haben gesehen, wir haben das gelernt, dass Abu Lu'lu' al-Majusi, hatte Umar radiallahu anhu, als er im Gebet war, in der zweiten Rekka getötet. Ja, einen Monat vorher hat er ihn gesehen, diesen Feueranbeter, im Markt. Und er hat zu ihm gesagt, ja Umar, ich werde zu dir etwas machen, was keiner vorher gemacht hat, und du, also dass du eine Erinnerung haben willst. Und er hat ihm so eine Spitze oder so ein Dolch gemacht, extra für Umar, ja, dass er ihn richtig geben kann sozusagen. Und er ist dann in die Moschee gegangen, bevor die anderen kamen, und hat sich versteckt. Und heutzutage, ja, ist nicht so wie damals. Damals, du hast kein Licht gehabt und kein Ding. Vielleicht hast du eine Öllampe irgendwo gehabt und das war's auch. Ja, du hast nicht gewusst, wer alles in der Moschee war. Subhanallah. Heute, wenn du kommst rein, machst Licht, dann siehst du alles. Der hat sich versteckt. Umar hat angefangen zu beten und die anderen auch. Und der wollte den ersten Recker und hat gesagt, nee, ich warte, vielleicht kommen noch Leute von zweiter Recker und die sehen mich. Ja, aber guck mal, der war ein bisschen blöd, weil der Moschee hat nur einen Ausgang gehabt. Und da war ganz hinten. Also hinten. Auf jeden Fall war der vorne und hat ihn gestochen in der zweiten Recker. Ja, einmal in die Brust, ja, einmal auf die Seite und einmal unter den Bauchnabel. Hat ihn gestochen und hat, als er dann gemerkt hat, der Ausgang ist drüben, ist er dann, und Umar ist natürlich zu Boden gefallen, geschrien, ist in Ohnmacht gefallen, und er wollte dann raus natürlich. Und die Sahabe wollte ihn packen und aus Angst hat er natürlich noch 13 Sahabe mitgenommen. 13 Sahabe hat er verletzt, 7 davon sind auch gestorben. Subhanallah. Und die haben natürlich versucht, ihn zu fangen. Und jedes Mal, wenn die versucht haben, ihn zu fangen, ja, hat er gestochen. Und dann ist ein Sahabe genommen, hat sein Gewand genommen, hat über ihn geschmissen. Und als er gemerkt hat, dass es über ihn, wusste er, die haben ihn, dann hat er sich selbst erstochen mit dieser Sache. Ja, subhanallah. Wir haben das letzte Mal erwähnt. Auf jeden Fall, bevor Umar noch gestorben ist, haben sie zu ihm gesagt, ja Umar, gib uns einen Wali nach dir. Ja, nenn uns irgendjemanden. Sagt, wer soll nach dir Khalif machen? Und dann sagt er, ich nenne euch 6 Leute, mit denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seiner Lebzeit auch zufrieden war. Also zufrieden bedeutet, sie waren von den Ashar Mubashar. Ja, die 10, die von denen der Paradies zu Lebzeiten versprochen war. Ja, 3 davon, also 2 davon sind schon gestorben, einer davon ist er war am Sterben, und ein anderer, den er auch nicht erwähnt hat, war sein Verwandter. Er wollte ihn extra nicht erwähnen, wegen der Verwandtschaft. Nicht, dass man denkt, er hat ihn erwähnt wegen seiner Verwandtschaft. Super, schaut mal. Und dann hat er 6 erwähnt. Erster war Ali ibn Abi Talib. Zweiter Uthman ibn Affan. Dritter Abdurrahman ibn Auf. Vierter Talha ibn Ubaidillah. Und fünfter haben wir Az-Zubayr al-Awwam. Und wer fehlt noch? 6. Das extra zählt. Wir haben Ali, Uthman, Abdurrahman, Talha, Az-Zubayr und Sa'd ibn Abi Waqqas. Drei von ihnen haben ihre Stimme gegeben. Einer hat gesagt, ich wähle Ali, andere hat gesagt Uthman und andere hat gesagt Abdurrahman. Und die haben gesagt, wir wollen die Wilaya nicht, wir wollen nicht das Kalifat. Ja? Nehmt ihr, wählt das unter euch aus, sozusagen. Ja? Dann waren diese 3 gewaltigen Sahabe übrig. Abdurrahman ibn Auf hat gesagt, ich will auch nicht. Ja? Aber gib mir 3 Tage, ja, damit ich euch einen von euch ernenne. So, ja, die wählen sozusagen. Wenn Abdurrahman sagt Ali, dann wird Ali der Khalif. Wenn er sagt Uthman, wird Uthman der Khalif. Und sagt er, gib mir 3 Tage, bis ich überlege. Und er geht und überlegt 3 Tage. Ja, und am dritten Tag, vor Fajr, noch so ein, zwei Stunden vor Fajr, geht er zu seinem Cousin, klopft an die Tür. Ja, er sagt, was mit dir zu dieser späten Zeit? Sagt er, Wallah, ich habe 3 Tage nicht wirklich geschlafen. Ja, ich habe drüber nachgedacht. Das ist eine gewaltige Sache, was in seiner Hand liegt. Ja, er entscheidet sozusagen, wenn er sagt, Ali ist Ali Khalif. Wenn er sagt, Uthman ist Uthman Khalif. Natürlich mit den Stimmen der anderen, die er vorhin gegeben hat.
Und die Sahaba waren auch mit dieser Auswahl einverstanden. Ja, ich mache das nur kurz. Und er hat sich viel umgehört und er hat am Ende gesagt, Wallahi, ich habe kein Haus, er ist auch rumgegangen, hat gefragt und getan. Und er hat gesagt, Wallahi, ich habe kein Haus betreten und verlassen, außer dass sie gesagt haben, wir wollen Uthman. Ja? Und dann hat er gesagt, ich wähle Uthman. Und so ist Uthman, radiallahu an, zum dritten Khalif in der Geschichte des Islams geworden. Und Uthman, radiallahu an, er hat die längste Periode von der Herrschaft. Ja? Weil Abu Bakr hatte 2,5 Jahre, Umar hatte so 10 Jahre und Uthman hatte 12 Jahre. Ja, so ungefähr. Sagt man auf jeden Fall, Uthman radiallahu hatte sehr viel und hat auch sehr viel erreicht. Und in seiner Zeit wurde der Koran zu eines gemacht und er hat es verteilt überall, dass man das auf eine Qira'a macht, auf einen Harf macht, dass man das auf eine Leseart macht und so weiter. Hat er so verteilt. Und sind viele Nicht-Muslime aus vielen nicht-arabischen Ländern zum Islam konvertiert. Also Uthman radiallahu hat sehr viel erreicht, subhanallah. Und der Tod von Uthman ibn Affan gehört zum Zeichen der Stunde. Der Tod von Uthman ibn Affan gehört zu dem Zeichen der Stunde. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon vorausgesagt, dass diese Sache, dass der Uthman radiallahu anhu getötet wird und er Shahid sein wird. Angefangen mit dem Hadith, wo sie auf Uhud waren, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar und Uthman. Und als der Berg angefangen hat zu zittern, zu wackeln, und hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Berg geschlagen, hat gesagt, Uthbud, ja Uhud. Er sagt, beruhig dich, ja Uhud, auf dir ist ein Prophet, ein Wahrhaftiger, As-Siddiq und Shahidan, und zwei Märtyrer. Er hat schon gesagt, schon damals, dass sie als Märtyrer sterben werden. Subhanallah. Ja? Und so ist auch gekommen. Der Prophet war Prophet. Abu Bakr war As-Siddiq. Ja? Und seine Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hat ihn so schnell sterben lassen. Ja? Subhanallah. Und Umar, wir haben gelernt, er ist auch als Shahid gestorben. Und er wurde, Alhamdulillah, von einem Kafir getötet. So wie er selber auch gesagt hat, Alhamdulillah, dass mich ein Götzendiener getötet hat. Jetzt bleibt noch Uthman. Und er wird auch getötet. Und der Prophet hat auch zu ihm gesagt, es wird ein Moment kommen, du hast ein, er sagt, das ist natürlich, metaphorisch, er sagt, du wirst ein Kleid tragen und du wirst es ausziehen wollen, aber lass es an. Ja? Du wirst ein Kleid tragen und die sagen, das Kleid ist das Khalifat, das Kalifat, das Präsidententum sozusagen. Und du willst es ausziehen, weil du willst diese Fitna nicht machen, er sagt, aber lass es an. Lass es an, bleib so, bis du sozusagen getötet wirst. Ja? Und er sagt ihm auch, mach keine Fitna. Ja, lass kein Blut fließen und so weiter. Gibt ihm viele Sachen. Auf jeden Fall berichtet auch bei Bukhari Muslim von Hudhaifa, dass Umar ibn Khattab sagte, und das ist diese Sache mit Umar, mit den Türen, dass er Umar die Tür ist, nachdem er gestorben ist. Und nachdem Uthman ibn Affan zum Khalif ernannt wurde und in seiner letzten Zeit so viele Muslime waren, ist eine Sache passiert, und zwar, es gab natürlich auch sehr viele Munafiqin, ja, sehr viele Heuchler, und die haben dieses System gehasst und sie wollten so einen Putsch machen und sie wollten so einen Aufstand machen, Revolution, Revolte machen. Ja, die haben gesagt, wir haben Schnauze voll. Und die Shaitan hat natürlich viel über Uthman erzählt. Guck mal, der macht so, das macht so. Also Uthman war sehr weichherzig. Ja, und versucht immer weich in diese Sachen zu klären. Und es war in dem letzten Jahr, bevor er gestorben ist, so im 12. Jahr, in dem von seiner Regierung. Und er war sehr alt, über 80 Jahre, 86 sagt man. Allahu alam. Ist eine Gruppe rausgekommen. Und sie haben was gemacht? Sie haben gesagt, wir gehen Uthman, wir zwingen ihn, dass er von Kalifat ablässt oder wir töten ihn. Ja? Eine Gruppe, manche, die Zahl ist unbekannt, aber die waren sehr viel. Und sie gehen mit der Absicht nach Mekka, um was zu machen? Um Hajj zu machen. Sie sagen, wir wollen Hajj machen. Ja, die gehen mit dieser Absicht. Und die Sahaba natürlich und die Leute, die leben ganz normal. Und das ist nicht so wie heutzutage, der Präsidentpalast hat so Schutz und 3000 Wächter und Riesengebäude und keiner weiß, wo er lebt, wo er wirklich ist und so weiter. Na, jeder wusste, wo der Khalif ist und hat ein einfaches Haus gehabt, aus Lehm.
eine ganz normale Hütte, so wie jeder andere auch. Und so waren alle Kalifen des Islam, subhanallah. Auf jeden Fall haben sich dann diese Leute, als sie auf dem Weg waren, haben sie einen Moment abgewartet, wo nicht so viele Leute waren, und haben sich um das Haus von Uthman herum verschanzt. Ganz viele Leute. Ich mache das kurz, weil es eine viele Geschichte, es hat mit Sira zu tun und so weiter. Wir wollen nur diese Sache erwähnen, damit man es auch versteht. Haben sie sich um ihn verschanzt und haben gesagt, ja Uthman, ja, entweder du lässt von deinem Khalifat ab, also du trittst zurück, oder wir töten dich. Ja. Und der sagt, nein, ich lasse nicht ab natürlich. Und er sagt, lass ab oder wir töten dich. Wir sind nicht zufrieden mit dir, was du machst. Die sind nicht zufrieden mit dem das Paradies zu unseren Lebzeiten gegeben wurde, subhanallah. Und Uthman hat ihnen auch viele Sachen gegeben, subhanallah, als Antwort. Als die Sahabe das gemerkt haben, sind sie einzeln zu ihm reingekommen. Abu Huraira, Abdurrahman ibn Auf und Bilal. Also die sind alle gekommen. Mit Schwert, weil viele sagen, ja, guck mal, die Sahabe haben nichts gemacht. Sie sind alle gekommen. Die haben gesagt, ja, Amir al-Mu'minin, befiehl uns und wir gehen und töten sie. Wir bleiben hier. Wir lassen dich nicht im Stich. Und er hatte auch zwei Bedienstete und die haben auch Schwerter gehabt. Und die haben gesagt, wir sind bereit, wir kämpfen, sag uns nur. Der hat gesagt, nein, lass das. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass wegen mir viele Leute sterben müssen, dass viel Blut vergossen wird. Subhanallah. Er sagt, ich will das nicht. Lasst mal das. Lasst und geht. Der sagt, nein, wir können nicht. Guck mal, wir machen das. Und dann kamen auch einige von den Ansar, die noch übrig sind. Der sagt, komm, wir fehlen uns. 700 Leute holen wir. Und wir werden zu dich Ansar sein, so wie wir zu Propheten Ansar waren. Also wir werden zu dir Helfer sein, so wie wir den Propheten geholfen haben. Wir lassen dich nicht im Stich. Wir fehlen uns und wir bekämpfen sie. Der sagt, nein, legt eure Schwerter nieder. Ich will keine Fitna. Der Prophet hat zu mir gesagt, ich soll keine Fitna in dieser Stadt machen, in Medina. Ich soll keine Fitna in dieser Stadt machen. Und ich werde keine Fitna machen. Subhanallah. Auf jeden Fall hat auch zu seinen Bediensteten gesagt, wer von euch das Schwert ablegt, der ist frei. Der ist nicht mehr an mich gebunden, der ist frei. Und sie haben das Schwert hingelegt und sind gegangen. Subhanallah. Außer zwei, die sind geblieben, die haben gesagt, wir bleiben trotzdem bei dir. Er hatte vier. Und die haben auch Schwert hingelegt und gesagt, wir bleiben bei dir. Und er hatte seine Frau, die auch im Haus war, Naila hissi, radiallahu anha. Und die haben viele Probleme gemacht, um auf den Punkt zu kommen. Und die Sahabe waren draußen und haben nichts unternommen. Die wollten. Ja, aber Uthman hat gesagt, habe ich nicht das Recht über euch, dass ihr mir gehorcht? Und die haben gesagt, ja. Ich befehle euch, nichts zu unternehmen. Guck mal, die Sahabe wissen, die werden ihn töten. Die werden ihn töten. Aber ihr Gehorsam zu Allah und seinem Gesandten und den ihm angesetzten, den Uli, den Kalif, ist gewaltiger. Ja, so wie Allah subhanahu sagt, und gehorcht Allah und seinem Gesandten und jenen, die über euch angesetzt sind als Khalife, als Ulis, als Herrscher sozusagen. Gehorcht ihnen, weil wenn du ihnen gehorchst, ist wie wenn du den Gesandten Allahs und Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht hast. Subhanallah. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das kurz, inshallah, sind diese Leute, haben angefangen, das Haus zu stürmen. Der Erste, der reinkam, hat die Tür reingemacht, hat die Tür eingetreten, hat Uthman gesehen, hat erstmal Angst gehabt und ist abgehauen. Allah hat ihn von diesem bewahrt. Hat Angst gesehen, hat gesagt, ich weiß nicht, kann doch nicht, vielleicht hat er noch ein bisschen Iman gehabt im Herzen, Wallahu alim, ist abgehauen. Der Zweite ist reingekommen und seine Frau stand davor und hat seine Frau runtergeschlagen. Und als Subhanallah, als Uthman es gesehen hat, hat gesagt, möge Allah dich deine Hände schneiden, deine Beine schneiden, dich blind machen und dich ins Feuer werfen. Subhanallah. Und dieser Mann, den hat man nach Jahren, nach dem Tod von Uthman gesehen, er hatte weder Beine noch Arme und er war blind. Und er hat gesagt, wehe mir vor dem Feuer, wehe mir vor dem Feuer, weil zwei hat Allah schon angenommen in diesseits. Und das Dritte wartet auf ihn im Jenseits. Subhanallah. Ja, die Frau, das ist zu viel. Du schlagst Frau, subhanallah. Heutzutage sowieso, wir haben gar keine Moral mehr. Ich verschlag so Frau und Kind. Subhanallah, früher als man gekämpft hat, sogar die Leute aus der Jahiliyyah,
Die Leute, die diese Sache bekämpft haben, sie haben nicht Frauen oder Kinder bekämpft. Sie waren sich zu stolz. Sie wussten, man kämpft nur Mann gegen Mann. Man kämpft nur mit Männern. Man kämpft nicht hier, du als Mann tötest du Frauen und Kinder. A'udhu billah. Ja? Auf jeden Fall sind sie rein und der Dritte ist dann gekommen. Sie haben Uthman geschlagen und sie haben ihn am Bart gepackt, auf den Kopf geschlagen und so weiter. Sie haben viele Sachen angetan und einer hat ihn 9-mal gestochen. Ja? Sogar, A'udhu billah, er sagt, 3-mal habe ich ihn gestochen wegen Allah und 6-mal wegen meinem Hass, was ich habe im Herzen. Und Wallahi, er hat ihn 9-mal geschlagen wegen diesen Heuchelei, die er im Herzen hat. Er hat nichts für Allah geschlagen. A'udhu billah. Sie haben ihn so getötet und als sie ihn dann noch weiter geben wollten, dann ist die Frau aufgewacht und ist gekommen und wollte sie so hinhalten und sie haben ihre Finger geschnitten. Ja? Diese Frau, die hat so gemacht und die hat mit dem Schwert, also die wollten ihn köpfen. Ja? Und die hat mit dem Schwert so gehalten und gesagt, bitte nicht, wollte einen Mann töten, der seine Nacht mit Koran verbracht hat. Ja? Subhanallah. Und man sagt, was überliefert wird, ist der erste Tropfen Blut, der von Uthman gefallen ist, ist auf dem Vers gefallen und Allah wird dir genügend sein gegenüber sie. Ja? Auf dem Vers, im Koran, Allah wird dir genügend sein gegenüber sie. Allah wird dir reichen, Allah wird sie schon vernichten. Und es blieb am Ende keiner von ihnen übrig, außer der wurde vernichtet, subhanallah. Auf jeden Fall, so ist Uthman ibn Affan gestorben. Und das war diese Fitna, das nächste Zeichen. Und das Ganze hängt miteinander zusammen. Nach dem Tod von Uthman, was passiert? Man braucht dann nichts Noli. Man braucht dann nächsten Kalifen, bevor man stirbt. Und es war klar, dass es Ali ibn Abi Talib wird. Und die haben sich auf Ali ibn die Leute in Medina haben Bay'a gegeben zu Ali ibn Abi Talib. Ja. Und im Islam ist es natürlich so, wenn jemand von deiner Familie getötet wird, du hast das Recht als Wali oder als Zuständiger, deine Rache zu holen. Deine Rache zu holen. Und die Frau von Uthman, Naila, die hat überlegt, ja, wer ist der nächste Verwandte von Uthman? Sie hat das Hemd von Uthman genommen, das blutige Hemd, ihre Finger, die abgeschnitten wurden auch, und hat das zu Muawiyah geschickt. Ja? Muawiyah, der war in Scham angesetzt. Schon zur Zeit von Omar war in Scham als Minister angesetzt. Und er hat eine Nachricht geschickt, Uthman wurde getötet, nimm deine Rache. Ja, Allah hat dir diese Wilaya gegeben, dass du bist verantwortlich, dass du vor ihn rechst. Ja, und dann kam diese Botschaft zu Muawiyah radiallahu an. Und er hat das Hemd nur hochgehalten und gesagt, sozusagen hat gesagt, wir nehmen eine Rache an Uthman. Ja, für Uthman, das ist unser Recht. Sie töten nicht alle, die gekommen sind, sondern sie töten den einen, der Uthman getötet hat. Den wollen sie nur. Ja, weil du machst nur 1 gegen 1, nicht 1 gegen 100. Ja. Ja, so war das. Viele verstehen das falsch. Aber man hat das Recht. Ja? Und sie haben das Qamis aufgehängt in der Moschee. Ja, dieses Hemd haben sie aufgehängt mit blutigem Hemd. Und jeder, der vorbeikam, ja, der wusste, das ist das Hemd von Uthman und deswegen werden wir kämpfen. Und sie haben gesagt, ja, wer gibt mir Bay'a, ja, wer gibt mir Fürsprache, auf dass wir den Mörder von Uthman fangen. Und pass mal auf, viele machen da kommen da in Verwirrung. Muawiyah wollte niemals das Kalifat haben. Nein, er wollte nur den Mörder von Uthman haben. Weil als Ali gesagt hat, gib mir deine Bay'a, weil wir sind eine Gemeinschaft, hat er gesagt, erst wenn du mir den Ding gibst, den Mörder von Uthman. Und er hat gesagt, gib mir erst deine Bay'a und dann können wir zusammen ihn Ding machen. Er sagt, nein, ich will erst den Tod, ich will erst meine Rache, ich will erst mein Haqq haben, als Wali von ihm, ja, will ich erst mein Recht, dass er getötet wird, und dann gebe ich dir Wilaya. Also, die Leute in Scham haben Muawiyah treue Schwur gegeben, auf dass er ihn, was bringt, den Mörder von Uthman, nicht das Kalifat bekommt. Muawiyah wollte nie das Kalifat. Ja, wusste, Ali ist besser als er. Ja, der wollte das nicht. Subhanallah. Auf jeden Fall, was dann passiert, Ali hat das bekommen, und es kommt zu dem nächsten Zeichen der Stunde, und das ist die sogenannte Kamelschlacht. Bevor man in die Schlacht von As-Siffin geraten ist, gab es eine Kamelschlacht. Und zwar sind die Leute, ist Ali mit den Leuten mit Az-Zubayr und Talha und Aisha, ja, sind gekommen, die zu Ali und gesagt, ja, wir wollen die Rache von Uthman. Und er hat gesagt, ich will auch, aber gib mir das Bay'a, ja, dann machen wir das zusammen.
Und dann haben sie Bayer gegeben und die sind dann ausgereitet in Richtung, wo war das? Also nicht in Richtung Siffin, wo diese nächste Stadt, nächste Ding stattfand, sondern in eine andere Richtung. Also ich kann mich nicht an den Namen erinnern, subhanallah, an der Stadt. Na, ist auch unwichtig. Auf jeden Fall sind sie in eine Richtung gegangen, bevor sie nach Scham, in Richtung Scham gegangen sind, in dieser Richtung. Und sie wollten, wer ist hingegangen? Al-Zubayr und Talha und Aisha sind in eine Richtung gegangen. Und sie wollten, es gab eine Gruppe, sie wollten dort Frieden stiften. Und Ali, radiallahu anh, er wollte auch da hingehen, um mit den Leuten zu sprechen und Frieden zu stiften, weil die Leute waren aufgebracht in Uthman radiallahu anh. Und er ist, als Beweis, ist er nur mit 1000 Leuten rausgegangen, weil Ali hatte eine Streitmacht, werden wir nachher sehen, gewaltig. Subhanallah. Selbst heute gibt es nicht so eine Streitmacht, wie damals es gab. Er ist mit 1000 Leuten rausgegangen, um diese Sache zu regeln. Jetzt, was passiert? Der Shaitan ist gekommen und hat Fitna gemacht, hat gesagt: Guck mal, zu Az-Zubayr und Talha und Aisha, guck mal, Ali will gegen euch kämpfen. Ja? Weil ihr habt nicht gleich Bay'a, ihr habt nicht gleich den Treueschwur gegeben, ja, und ihr wolltet die Rache. Und deswegen kommt er gegen euch zu kämpfen. Und die Leute, natürlich der Shaitan kommt auch zu den Leuten von Ali, guck mal, die wollen gegen euch, weil du hast ihnen nicht sie haben die Absicht nicht gegeben, weil sie erkennen dich nicht an als Khalif. Ja, sie wollen jemanden Besseres, sie wollen Muawiyah oder sie wollen jemand anderes. Auf jeden Fall kam es zu einer kleinen Schlacht. Und auf diese Sache sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ali, als er saß mit Ali und Aisha, sagte: Zwischen dir und Aisha wird eine Angelegenheit geben, da wird es etwas geben. Dann sagte der Ali: Sagt mit mir, o Prophet? Er sagte: Ja, Ali. Ja? Er sagte: Ja. Und dann sagte Ali: Gehöre ich denn zu den Schlechten? Oder warum soll ich mich mit Aisha denn streiten? Gehöre ich zu den Schlechten? Er sagt: Nein, aber wenn es soweit ist, dass diese Angelegenheit kommt, dann bring sie wieder nach Hause. Ja? Dann bring sie wieder nach Hause. Was passiert? Das kam zu einem Kampf, ja, und Az-Zubayr und Talha sind gestorben und Aisha ist fast gestorben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch zu ihr, der sagt auch zu ihr, wenn du, er sagt auch zu seinen Frauen sozusagen: Wer von euch ist die Besitzerin des haarigen Kameles, die hinausgeht, bis die Hunde von Al-Hawab sie anbellen? Und sie, als sie natürlich mit Az-Zubayr und Talha gingen, unterwegs waren in dieser Richtung, kamen sie an einen Ort vorbei, der hieß Al-Hawab. Und die Hunde haben Aisha eingebellt. Und dann hat sie gesagt: Oh, das ist, was der Prophet gesagt hat. Ha? Ich muss zurückgehen, ich glaube, ich muss zurückgehen. Das ist, was er gemeint hat. Und die haben gesagt: Nein, guck mal, wir gehen doch nur, wir wollen doch nur was Gutes und so, wir wollen doch Frieden stiften und so weiter. Auf jeden Fall hat der Prophet das dann gesagt: Und viele Menschen zu ihrer Rechten und Linken getötet werden, und nachdem sie beinahe getötet würde, doch überlebt. Also nachdem viele Menschen getötet wurden und sie fast auch getötet wird, sie doch überlebt. Und was passiert, als Ali das gesehen hat und sagt: Das wollte ich gar nicht, diese Fitna, was gekommen ist, guck mal, nach dem Tod von Omar, was passiert? Subhanallah. Uthman wurde so getötet. Und jetzt dann Talha und Zubair getötet. Aisha fast getötet. Und dann ist Ali gegangen und hat sie genommen. Wieder auf den Kamel. Und er sagt: Ich bringe dich wieder nach Hause, wie der Gesandte Allahs gesagt hat. Und hat sie wieder zurückgebracht nach Mekka. Subhanallah. Auf jeden Fall, das war sozusagen die Kamelschlacht, die stattgefunden hat. Noch ist die ganze Sache natürlich nicht vorbei. Und da kommen wir direkt zum nächsten Zeichen der Stunde. Wie der Prophet sallam sagte: Die Stunde wird nicht eintreffen, bis was? Bis zwei große Gruppierungen sich bekämpfen. Zwischen ihnen findet eine gewaltige Schlacht statt. Und beide haben aber dasselbe Ziel. Subhanallah. Zwei muslimische Gruppen, gewaltig, groß. Auf der einen Seite haben wir Ali ibn Abi Talib. Ha? Mit 100.000 bis zu 120.000 Leute Streitmacht. Auf der anderen Seite haben wir Muawiyah. Ha? Mit 70, 80 bis zu 90.000 Streitkraft. Gewaltige Gruppierung. Ha? Und sie werden eine gewaltige Schlacht haben, aber ihre Da'wah ist eine. Also sie rufen beide so: La ilaha illallah. Ich meine, die Sahaba haben vorher, nachdem der Prophet dann gestorben ist, auch gegen andere gekämpft. Ha? Aber ihre Manhaj, ihre Da'wah, ihre Aqidah war nicht dieselbe. Ihr Ziel war nicht dasselbe. Weil, wenn du guckst, beide, Ali und Muawiyah, sie beten Allah an, sie sind Muslime und sie fasten und sie tun. Und beide, sie wollen was? Den Mörder von Uthman eigentlich. Sie haben beide dasselbe Ziel. Aber was ist das Problem? Missverständnis.
Missverständnis ist das Problem. Ja, weil der eine will es Bay'a geben, bevor, erst wenn der Mörder von Uthman ausgeliefert wurde oder ihm gefunden wurde. Der andere sagt, nein, erst musst du Bay'a geben. Ja, und Ali hat natürlich mehr Recht. Ja, weil der Prophet sagt zu Ammar, er sagt, ja Ammar, dich wird jene Gruppe töten von diesen zwei, die wo im Unrecht ist. Ja? Und als, natürlich, die zwei kamen zusammen und sie haben sich an einem Ort, von, die nennt sich Siffin, getroffen. Ja? Siffin ist ein Ort in der Nähe von Euphrat, ja, an diesem Fluss. Und der Hadith ist muttafaqun alayh, ist ein Muslim Bukhari, der das überliefert hat. Auf jeden Fall haben sie sich da getroffen und bevor sie gekämpft haben, haben sich natürlich unterhalten und versucht, das zu klären, aber der Shaitan ist auch in diese Gruppierung reingekommen und hat Fitna da gemacht und hat Fitna hier gemacht und gesagt, guck mal so und so. Das ist jetzt viel zu erklären, deswegen machen wir das kurz. Hat Fitna gemacht, so dass sie doch zu einem Streit kam und viele Muslime sind gestorben. Ja? Man sagt 40.000, man sagt 20.000, man sagt 70.000 Muslime sind gestorben. Von diesen insgesamt 200.000 Muslimen. Subhanallah. Sehr viele sind gestorben, nur wegen einem Missverständnis. Nur wegen des Shaitan, weil der Shaitan diese Fitna reingebracht hat. Guck mal, wie gewaltig diese Fitna ist. Und ich sage euch, diese Fitna ist nichts im Gegensatz, was wir heute haben. Ist nichts im Gegensatz, was wir heute an Fitna haben. Und wir erkennen diese Fitna nicht, aber wir nehmen sie als normal hin. Subhanallah. Darauf kommen wir auch noch. Auf jeden Fall, es ging dann so weit, bis dann die Gruppe von Muawiyah den Koran hochhielt. Und er sagt, zwischen uns und euch ist der Koran. Also sozusagen, wir wollen einen Richter haben, der uns, wir wollen den Koran als Richter zwischen euch und uns haben. Ja? Und die Gruppe von Muawiyah hat das akzeptiert. Ja? Wann ist das passiert? Nachdem sie gesehen haben, dass Ammar von ihrer Seite getötet wurde. Weil es gab immer Leute, die Ammar geguckt, die kannten diesen Hadith. Ja? Und die wussten, jetzt ist diese Schlacht zwischen zwei Muslimen. Und es gab so 10, 15, 20 Muslime, die um Ammar sind die gelaufen. Er kämpft und die laufen um ihn herum, die gucken. Ja, wer tötet ihn? Tötet ihn vielleicht einer von Alis Leuten, der kommt von hinten, tötet ihn, oder kommt ein Pfeil von dort, tötet ihn. Ja, was passiert? Ein Pfeil ist gekommen, von den Leuten ist getötet. Ja, hat Ammar getötet. Und die Leute haben gesagt, Muawis Leute haben Ammar getötet, Muawis Leute. Und viele haben dann das Schwert hingelegt. Die haben gesagt, wehe uns. Ja, der Prophet hat gesagt, Ammar wird von der Gruppe getötet, die im Unrecht ist. Und wir sind im Unrecht. Ja? Und als Muawiyah das gehört hat, natürlich, der war sauer. Da war sauer wegen noch Uthman, der hat noch sehr viel Wut gehabt in dieser Sache. Also er sagt, nein, das waren Leute von Ali, die zu uns gekommen sind und dann haben sie ihn getötet. Er wollte nicht liegen, bis sie dann alle den Koran gehoben haben und gesagt, wir wollen Frieden, wir wollen einen Richter haben. Was dann passiert? Dann hat er gesagt, okay, nehmt ihr einen Mann von euch und wir nehmen einen Mann von uns und die beraten sich. Ja? Die wissen von euch und wissen von uns, die kommen zusammen und gucken, was sie machen. Beide haben das akzeptiert. Ali ibn Abi Talib geht zurück, Muawiyah geht zurück. Ja? Und die lassen die miteinander diskutieren, was für eine Lösung können wir finden. Noch ist keine Lösung. Was passiert auf dem Rückweg? Ja? Auf dem Rückweg, vielleicht von diesen 100.000 sind noch 60.000, 70.000 übrig. Ja? Eine Gruppierung spaltet sich ab. Ja, und das ist das nächste Zeichen, was kommt. Ja? Das Erscheinen von den Khawarij. Subhanallah. Die Khawarij, ja, man nennt sie auch die Haruriya auf im Arabischen, weil sie haben sich an diesem Ort abgespaltet. Als sie auf dem Rückweg waren mit der ganzen Gemeinschaft, gibt ein Ort, nennt sich Haruriya oder Harura, und sie haben sich dort abgelassen. Man sagt 8.000 oder man sagt 16.000, je nachdem. Warum? Warum haben sie sich abgespalten? Die haben gesagt, Ali hat Kufr gemacht. Ja, der ist Kafir geworden. Guck mal, so kommt der Shaitan. Wo kommt diese Gruppierung her? Aus dem Osten. Diese Gruppierung, die kommt aus dem Osten. Subhanallah. Auf jeden Fall ist diese Gruppierung geblieben. Und Ali ibn Abi Talib, das wurde ihm berichtet, guck mal, die machen so Faxen. Und er hat Ibn Abbas hingeschickt, der, wo am meisten Koran weiß. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, warum, was ist euer Problem? Warum spaltet ihr euch ab? Der sagt, ja, der hat Kufr gemacht und so, und wir wollen nicht, was ist das, der urteilt nicht mit dem Gesetz Allahs. Ja? Der will einfach Menschen ansetzen, die Urteil geben. Ja? Wir wollen aber, dass Allah herrscht, dass Allahs Buch herrscht. Er sagt, wir wollen Hukm von Allah, wir wollen nicht Hukm von Menschen. Ja? Weil Ali hat gesagt, wir nehmen einen von uns und einen von euch, und beide haben das akzeptiert. Und er sagt, wir wollen keinen von Menschen. Ja, wir wollen, dass Allah über uns herrscht.
als ob du hingehst, sagst, ey, Koran, ich habe ein Problem, was ist jetzt der Hukum drüber? Ja, geht nicht sowas, ja, das ist Quatsch. Aber die waren so in diesem Irrtum und sie haben drei Probleme gehabt. Ja, wo sie, und das gewaltigste Problem, was sie eben hatten, war, dass sie gesagt haben, dass Ali hat nicht mit dem Gesetz Allahs geherrscht. Ja, die waren so schlimm. Die waren so schlimm, als Ali eine Khutbe gehalten hat, der sagt, geh runter, du Kafir. Du hast Schirk gemacht. Zum Amir al-Mu'minin. Er sagt, geh runter, du Kafir. Subhanallah. Auf jeden Fall ist Ibn Abbas zu dieser Gruppierung gegangen, von diesen 16.000 oder 8.000, je nachdem, hat mit ihm geredet und hat ihm Antwort gegeben. Natürlich, wenn du Wissen hast, du kannst Antwort geben. Er sagt, wenn ich euch Antwort gebe von Koran und Sunnah, lasst ihr von dieser Sache ab? Sagt er, ja. Und er hat ihm Antwort gegeben. Zum Beispiel zu dieser Sache mit jemanden hinbringen, der dann Urteil gibt. Weil, subhanallah, wenn jemand urteilt, dann urteilt er, weil er Wissen hat über Allah und seinen Gesandten, über Koran und Sunnah, und er urteilt mit dem Wissen. Weil der Koran selber kann nicht kommen und sagen, ich urteile jetzt über dich. Ja? Was hat er gesagt? Er sagt, guck mal, wenn ein Mann und eine Frau Streit haben, ja, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Dann nimm einen Mann von ihrer Seite und ein Mann von seiner Seite und sie sollen zusammenkommen und nimm einen Schiedsrichter von ihrer Seite und die sollen entscheiden. Ja? Die sollen entscheiden. Oder Angelegenheit von Jagen. Ja? Von der Jagd. Wenn ihr sich uneinig seid wegen einem Hasen, wegen einer Sache, die klein ist, die nicht so viel Wert hat, nicht mal einen Wert von ein paar Euros hat, ja? Dann nimmt einen von euch oder zwei von euch als Richter, die darüber urteilen, was ist richtig, was ist falsch. Dann sagt er, ist das Blut der Muslime weniger wert als Angelegenheit von einem Hasen oder Angelegenheit von meiner Frau? Die sagen, nein, bei Allah, du hast recht. Ja? Lasst ihr davon ab? Ja, lassen wir ab. Ja, und so weiter. Es gab noch zwei, drei Angelegenheiten, von denen sie abgelassen haben. Subhanallah. Und man sagt, die einen, die sagen 16.000, die sagen 8.000 sind davon wieder zurückgekommen. Die anderen, die sagen, die wo 8.000 sind, die sagen 4.000 sind wieder zurückgekommen. Die haben sich wieder gerafft sozusagen. Aber trotzdem ist noch eine Gruppierung geblieben. Ja? Ist noch eine Gruppierung geblieben. Und subhanallah, der Professor Sam sagte sowieso, wir kennen alle den Hadith, als der Mann zum Propheten kam, als er die Beute ausgeteilt hat. Und hat ihn gepackt und gesagt, er sagte, ja Mohammed, sei gerecht, ja, denn du teilst nicht gerecht. Und der Professor sagt, was ist los mit dir? Ja, wenn ich nicht gerecht bin, wer ist sonst gerecht? Ja, wenn der Gesandte Allahs nicht gerecht, wer ist sonst gerecht? Ja, er sagt, du bist nicht gerecht. Und die Sahabe natürlich gleich schwert, lass uns ihn töten. Er sagt, lass ihn. Aus seinen Nachkommen werden Leute kommen, ja, die den Koran lesen und nicht verstehen. Ja? Und der Professor hat auch in anderen Hadithen erwähnt, Khawarij, er sagt die Khawarij. Ja? Weil, was ist passiert? Weil Khawarij, müssen wir verstehen, kommt vom Wort Kharaja. Bedeutet rausgehen, hinausgehen oder austreten. Ja? Wir waren mit der Gruppierung richtig zusammengelaufen. Was haben die gemacht? Die sind ausgetreten von dieser Gruppierung und haben sich abgesetzt in diese Harura, in diese Gegend. Ja? Die haben sozusagen Kharij gemacht. Und wenn man das dann Mehrzahl macht Khawarij, dann sind die sozusagen die Ausgetretenen oder die davon abgelassen haben von dieser Gruppierung. Der Professor hat gesagt, die Khawarij, die sind die Hunde des Höllenfeuers, subhanallah. Er hat berichtet über sie schon. Und der Professor sagt auch, eine Gruppe taucht in einer Gruppe der Muslime auf und diejenige Gruppe, die die Rechtsleitung hat, tötet die andere. Ja. Die Khawarij, die da übrig geblieben sind, die hat natürlich Ali ibn Abi Talib, er hat sie bekämpft auch. Ja, und er hat sie auch gewonnen gegen sie. Aber trotzdem sind ein paar Leute geblieben, die diese Fitna weitergemacht haben. Und wie der Professor es auch sagt, in einem Hadith, er sagt, diese Gruppierung, die wird bis zum jüngsten Tag bleiben. Er sagt, es wird Menschen erscheinen, die den Koran rezitieren, der jedoch nicht in ihre Herzen dringt. Und jetzt sagt er, immer wenn ein Horn wächst, wird es abgeschnitten. Ja, immer wenn ein Horn wächst, wird es abgeschnitten. Oder er sagt, von Ibn Umar überliefert, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, immer wenn ein Horn wächst, wird es abgeschnitten. Er sagte das mehr als 20 Mal, ja, bis bei ihnen der Dajjal auftaucht. Also diese Gruppierung, es kommt eine Gruppierung, dann wird sie platt gemacht. Aber es bleibt trotzdem noch was, dass sie wieder wachsen kann sozusagen. Dann wachsen die wieder, dann wird die wieder platt gemacht. Ja, immer wieder, wenn ein Horn wächst, wird es abgeschnitten. Aber das Horn wächst wieder und wieder und wieder. Bis wann? Bis der Dajjal von ihnen kommt. Subhanallah. Bis der Dajjal von ihnen kommt.
Und was ist, was sind ihre Eigenschaften? Der Prophet sagt, Abu Sa'id al-Khudri, er sagt, als er nach Harura, in Khawarij sozusagen gefragt wurde, sagte, ich weiß nicht, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, es werden in dieser Umma, und er sagte, nicht aus ihr, sondern aus, in dieser Umma Leute erscheinen, bei denen ihr eure Gebete vergleicht mit ihren Gebeten als wenig ansieht. Zu wem sagt er das? Sagt das zu uns? Er sagt zu den Sahaba. Er sagt, es werden Leute kommen, wenn ihr die Leute seht und sie beten, dann werdet ihr eure Gebete als niedrig sehen. Ha? Du ja Umar, du ja Abu Bakr, du ja Uthman, du ja Ali, Abu Huraira und so weiter. Die Gewaltigen, Abdurrahman und so weiter. Die gewaltigsten Leute, die werden ihre Gebete als niedrig ansehen. Was weiter? Sie rezitieren den Koran, aber er dringt nicht in ihre Herzen. Was noch? Sie durchdringen die Religion, wie der Pfeil ein Tier, nachdem er gezielt rausgeht. Guck mal, es gibt so ein, wenn du jagen gehst, also wenn du früher jagen gegangen bist, hast du feinen Bogen gehabt. Ja? Und wenn du zum Beispiel ein Reh getroffen hast, am Fuß oder am Bein oder so, eine Stelle getroffen hast, und du hast den Pfeil so stark gemacht, der ist rein und auf der anderen Seite wieder raus, und du guckst dann den Pfeil an, und du siehst aber kein bisschen Blut, weil der so schnell rein und raus gegangen ist. Also keine Spur, kein gar nichts. Du sagst, habe ich das Tier überhaupt getroffen mit dem Pfeil? Ja? Weil der so schnell rein und raus ist. Und er hat nicht mal Spuren hinterlassen von dem Blut. Und so sind die. Die kommen in den Islam rein, zack, und schon sind die wieder draußen. Ja? Keiner weiß, waren die schon Muslime? Haben die was mit Islam zu tun gehabt oder nicht? Subhanallah. Es gibt andere Eigenschaften, die jetzt hier nicht erwähnt sind, wo der Professor sagt, sie rasieren sich die Haare, also Glatze. Sie lieben es, die ganze Glatze zu haben. Weil der Professor hat diese Sache eigentlich verboten in einigen Hadithen, dass man sich die Haare die ganze Zeit glatt rasiert. Ganz glatt, ja, kurz rasieren ist was anderes. Ich meine, mit rasieren, glatt machen. Und es muss nicht unbedingt sein, das wird nicht, dass ihr denkt, ein Muslim, also vielleicht ist er von Hajj gekommen, ja? Nicht, dass du sagst, ah, guck mal, das ist Khawarij. Ja, nicht sowas. Das machen wir sowieso nicht. Ja? Guck mal, Ali ibn Abi Talib. Ja? Als er so gesagt wurde, du Kafir, du so und so. Ja? Er hat zu ihm gesagt, ihr habt bei uns Recht, ja? Bei uns zu beten, wir dürfen euch davon nicht hindern. Und ihr habt das Recht, von unserer Beute zu nehmen oder von Baitul Mal zu nehmen, wenn ihr das wollt. Was? Solange ihr uns nicht bekämpft, habt ihr dieses Recht. Und dann sagen die Leute, guck mal, Ali, die sagen über dich, die sind, du bist Kafir und wir sind Kuffar und so weiter. Was ist mit denen? Die sind doch Kuffar. Dann sagt Ali, guck mal, so ist ein Muslim, so ist Ahl Sunna. Er sagt, nein, das sind unsere Brüder, aber sie übertreiben. Das ist Ahl Sunna. Das ist Ahl Sunna. Wir schmeißen niemanden aus der Religion. Wir schmeißen nicht so leicht. Das machen sowieso, wenn überhaupt Gelehrte machen das. Ja? Aber der Amir al-Mu'minin, der am meisten Wissen hat, ja, zu dieser Zeit, kein Zweifel, dass er der beste Mensch auf der Welt war, zu dieser Zeit. Er sagt was? Er sagt, wahrlich, das sind unsere Brüder. Ja? Die haben übertrieben. Er nennt sie Brüder, die haben übertrieben. Subhanallah. Sozusagen, als er sagt, das ist noch auch mein Kind. Ja, bloß weil es Faxen macht, sage ich ja nicht, ist mein Kind mehr. Oder sagst du, wenn dein Kind jetzt Faxen macht, sagt er, ist nicht mehr mein Kind. Ja, dann gibt es heutzutage, Väter sagen, ich bin nicht mehr dein Vater, du bist nicht mehr mein Kind. Oder Kinder sagen andersrum. Aber Allah muss da'an. Auf jeden Fall ist das Austreten der Khawarij. Und manche sagen, es waren auch schon die Khawarij, die Uthman getötet haben. Ja? Und Wallahu alam, es gab schon Khawarij, zumindest den einen zur Zeit vom Propheten. Und sie haben sich langsam entwickelt zur Zeit von Abu Bakr und Umar. Aber sie waren nicht so bekannt. Und Wallahu alam, sie waren diejenigen, die Fitna gemacht haben mit Uthman und ihn getötet haben. Aber ihr wirkliches Come-in, ja, ihr wirkliches Auftreten, ja, auf die Bühne kommen, war zur Zeit von Ali, ja, ibn Abi Talib. Und sie waren auch jene, die Ali getötet haben. Und auf jeden Fall ist das die Schlacht von Hurra. Ja, die kommt als nächstes Mal, inshallah. Ali hat diese auch bezwungen und hat sie vernichtet. Oh, einige sind trotzdem noch übrig geblieben und so wird es auch immer wieder sein, dass einige übrig bleiben in dieser Zeit. Auf jeden Fall sind die Khawarij, das Auftreten der Khawarij,
ein Zeichen der Stunde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nur als weitere Eigenschaften, die er noch erwähnt, was ich vergessen habe, er sagt, يخرج آخر الزمان قوم أحداث أسنان. Er sagt, es kommt ein Volk heraus, wörtlich übersetzt, sie haben junge Zähne. Ja, bedeutet sozusagen, die sind jung. Also nicht Leute, die alt sind und wissen haben, sind junge. Ja? So, die kommen in den Islam und die hören etwas Falsches und die interpretieren das nach ihrer Meinung oder nach ihren eigenen Schuyuch. Aber heutzutage haben wir auch so, die Jüngeren, die sind so, die übertreiben, sind so gewalttätig. Er sagt, Sufaha'u Ahlam. Ja, sozusagen, ihr Verstand ist mickrig. Ja, sie verstehen nicht ganz, was sie da erzählen. Ja? Und dann sagt er wieder, يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم, also sie lesen den Koran und da passiert ihre Kehle nicht. Das bedeutet, der kommt nicht in den Herz. Ja, der versteht vielleicht ein bisschen was, aber nicht ganz. Er liest ihn mit seinem Mund und seinen Rachen, aber der kommt nicht in sein Herz. يقولون من قولي خير البرية. Und sie reden mit den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagen, der Prophet hat so gesagt, so und so, aber sie verstehen ihn nicht. Ja? Und dann sagt er wieder, und sie kommen so raus wie ein Pfeil, der geschossen wird, das durch eine Tür rausgeht, verlassen sie so schnell die Religion wieder. Das sind die Eigenschaften von denen. Und das ist der Anfang von den Khawarij, als sie rauskamen und diese Probleme gemacht haben. Und subhanallah, die Khawarij haben sehr, sehr viele Probleme gemacht und sie werden später immer noch auftauchen. Auf jeden Fall ist das ein Zeichen der Stunde, das wir als Abschluss heute nehmen, das Auftauchen der Khawarij. Und inshallah machen wir in 2 Wochen weiter. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Liebe Zuhörer, ich wollte eine kleine Anmerkung zum heutigen Unterricht machen. Und zwar erstmal Zubayr und Talha und Aisha gingen in Richtung Basra, als ich den Namen vergessen hatte. Sie gingen Richtung Basra, um den Mörder von Uthman festzunehmen und die anderen sich zu beruhigen, diese von den Khawarij oder von denjenigen, die sich eben abgespalten hatten, beziehungsweise diejenigen, die Uthman getötet hatten, gingen sie, um die festzunehmen, und dann gab es eben diese Fitna, weil sie gedacht haben, Ali will sie bekämpfen oder sie aufhalten, und die anderen dachten, Zubayr und so weiter, wollen sie bekämpfen und wollen Ali nicht Beya geben. Auf jeden Fall gingen sie in Richtung Basra. Und die andere Sache ist, weil ich gesagt habe, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Recht gibt im Koran, dass wenn jemand getötet hat, den anderen auch den Tod zu geben, beziehungsweise sie gemeint zu fordern. Und das in einem Richterstaat. Also wenn jemanden von deiner Familie tötet, dann hast du im islamischen Staat das Recht, derjenige, der dann jemanden aus deiner Familie getötet hat, dass der auch umgebracht wird, aber nur für Richter, nicht Selbstjustiz. Weil allgemein Selbstjustiz ist im Islam nicht erlaubt. Es ist nicht gestattet und es ist nicht erlaubt. Und es gibt immer zwei Arten, weil viele verstehen das nicht. Es gibt einen Islam, der ist für den Staat, also wo nur der Staat ausführen kann. Und es gibt einen Islam, den jeder ausführen kann. Ja, weil es gibt bestimmte Sachen, Gesetze, so wie es auch in Deutschland sind. Ja, jeder kann in Deutschland ein Eis kaufen gehen, aber nicht jeder kann einfach ein Gesetz verabschieden oder ein Gesetz ausführen. Genauso ist auch im islamischen Staat. Ja, jeder kann einkaufen gehen oder beten gehen und sonstige Sachen. Aber nur der Staat darf Gesetze erlassen, Gesetze durchführen. Deswegen ist diese Sache, wenn es so etwas gibt und man lebt in Deutschland, dann geht man natürlich mit deutschen Rechten vor, soweit man kann. Und im islamischen Staat ist es eben, man geht zu dem Richter und gibt die Angelegenheit und bringt die Beweise. Alles ganz normal. Viele denken, dass der Islam ist ganz anders und natürlich ganz radikal. Nein, das ist auch alles mit Beweisen und Zeugen und so weiter. Und dann haben sie das Recht im Islam, demjenigen zu vergeben, der das getan hat. Oder sie und eben eine Schuld zu bekommen, beziehungsweise wenn es nicht Schuld, Geld, Blutgeld dafür zu bekommen. Sie können das nennen, sie können fordern eigentlich, wie viel sie wollen, aber es gibt ein bestimmtes Geld, je nach Ort und Tradition und
Zeit und so weiter. Und das Ganze ist, wie gesagt, im islamischen Staat und keiner darf eine Selbstjustiz üben. Das war auch der Kommentar, den ich hinzufügen wollte. Wallahu a'lam, wenn ich etwas gesagt habe, dann ist das, das war, war, dann ist das von Allah alleine. Und wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann war das von mir und vom Shaitan. Möge Allah uns vergeben und verzeihen und uns auf den richtigen Weg bringen. Und macht Dua für mich. Assalamu alaikum.